2019. Ein kühler Frühlingstag in Hamburg. Eine 25-jährige Frau betritt die Bühne einer der größten digitalen Marketingmessen der Welt. Sie sagt etwas, das viele Menschen wütend macht. Mein Name ist Verena, ich bin die vierte Generation von Balsen. Wir backen seit 130 Jahren Kekse. Ich würde gerne mal mit euch ein Experiment ausprobieren und wir gucken einfach mal, was passiert. Ich würde gerne mal heute nicht versuchen, irgendwas vermeintlich Schlaues zu sagen. Balsen ist ein Backwarenhersteller. Ihr kennt sicherlich die Leibniz-Butterkekse, den Leibniz-Schoko-Vollmilchkeks und die Zookekse. Das deutsche Familienunternehmen erzielt mit seinen Backwaren einen Jahresumsatz von mehreren 100 Millionen Euro. Diesen Umsatz weiß Verena vielleicht ein wenig zu öffentlich zu schätzen. Mir gehört ein Viertel von Balsen, da freue ich mich auch drüber. Es soll mir auch weiterhin gehören. Ich will Geld verdienen und mir Segeljachten kaufen von meiner Dividende und sowas. Das war cringe. Nicht nur, weil die 25-Jährige sich mit ihrem geerbten Vermögen eine Yacht kaufen will, sondern auch, weil ihr Reichtum von einem Konzern stammt, der im Zweiten Weltkrieg Zwangsarbeiter eingesetzt hat. Von etwa 1940 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs hat die Firma Balsen Hunderte von Zwangsarbeitern in einer ihrer Fabriken in Hannover beschäftigt. Verenas Umgang mit dieser Kritik hat die Sache für sie nur noch schlimmer gemacht. Gegenüber der Bild sagt sie, dass die Zwangsarbeiter vor ihrer Zeit waren und dass sie genauso viel wie deutsche Arbeiter verdient hätten. Das Unternehmen habe die Zwangsarbeiter gut behandelt. Weite Teile der Öffentlichkeit fanden diese Antwort nicht besonders überzeugend. Wenige Tage später verschwindet Verena aus dem Rampenlicht und entschuldigt sich. Doch es ist zu spät. Balsen hat den Stein bereits ins Rollen gebracht und investigative Reporter beginnen, noch tiefer nachzuforschen. Sie finden heraus, dass die damaligen Eigentümer des Balsen-Imperiums Mitglieder der NSDAP waren und an die SS gespendet haben. Viele der in Hannover eingesetzten Zwangsarbeiter kamen aus einer Fabrik in Kiew. Die Familie Balsen übernahm diese Fabrik nach der Besetzung durch die Nazis. Die Balsens beauftragen daraufhin den Historiker Manfred Krieger mit der Untersuchung ihrer Familiengeschichte. Der öffentliche Druck ist offenbar zu groß. Verena Balsen ist kein Nazi. Doch die Aufarbeitung und der Umgang ihrer Familie mit der eigenen Vergangenheit ist problematisch. Und die Balsens sind kein Einzelfall. Sie sind nicht allein. Es geht noch viel schlimmer. Dieses Video ist ursprünglich auf Englisch erschienen. Wenn du dein Englisch verbessern willst oder dir für dieses Jahr vorgenommen hast, eine komplett neue Sprache zu lernen, ist die App Yiki vielleicht was für dich. Die Lektionen von Yiki sind wie Hörbücher aufgebaut. Du kannst sie dir entspannt auf dem Weg zur Arbeit, auf langen Autofahrten oder auf dem Sofa geben. Neben Englisch, Französisch und Spanisch gibt es noch viele weitere Sprachen. Für Japanisch gibt es zum Beispiel eine sehr coole Einführung in die Kultur des Landes und die Herkunft der Sprache und Schrift. Dann gibt es verschiedene Übungen zur Aussprache und Lektionen zu realistischen Situationen bei einem Besuch in Japan. Ihr könnt Yiki ganz entspannt und ohne Risiko testen. Wenn der Lernerfolg ausbleibt, bekommt ihr in den ersten 20 Tagen euer Geld zurück. Mit diesem QR-Code oder über den Link in der Beschreibung erhaltet ihr zum Jahresbeginn 30% Rabatt auf eure erste Buchung über die Website. Nutzt dazu einfach den Gutscheincode Yiki30. Deutschland ist eine der größten Wirtschaftsmächte Europas. Ein Land mit einer gut aufgestellten Industrie und einem starken Mittelstand. Die deutsche Wirtschaft basiert dabei teilweise auf einer Unternehmenstradition, die sich von vielen anderen westlichen Ländern unterscheidet. Einige der größten und wichtigsten Unternehmen werden weitgehend oder vollständig von Familien kontrolliert. Und Familien haben eine Vergangenheit. My name is David de Jong, a Middle East correspondent for the Dutch Financial Daily, and I wrote Nazi Billionaires. Nazi Billionaires is the story of five of Germany's wealthiest business dynasties, the way they profiteered from the Third Reich, the way they got involved with Hitler's regime, the way they got away with the crimes, and the way the heirs are dealing with these crimes today. In diesem Video geht es um drei dieser Familien. Ihre Unternehmen stellen Produkte her, die heute nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken sind. Sie haben versucht, sich zu drehen und zu winden, anstatt sich zu ihrer wahren Vergangenheit zu bekennen.
Sie wollten sie so lange wie möglich unter Verschluss halten. Diese Dynastien haben so viel Reichtum angehäuft, dass sie an den Spitzen vieler Vermögensranglisten stehen. Doch die Namen und Gesichter der Familienmitglieder habt ihr vermutlich noch nie gesehen. Diese Geschichte beginnt mit einem Gesicht, das ihr wahrscheinlich alle kennt. Heinrich Himmler war einer der führenden Persönlichkeiten der NSDAP und einer der Hauptverantwortlichen für den Holocaust. Er wurde von Hitler zum Reichsführer der Schutzstaffel ernannt. Das brachte ihn schließlich in die Position des Reichskommissars für die sogenannte Festigung des deutschen Volkstums. Himmler konnte entscheiden, wer in den besetzten Gebieten Deutscher war und wie man mit denjenigen umging, die es nicht waren. Er errichtete das erste Konzentrationslager. Hitler war davon so sehr beeindruckt, dass Himmler mit dem Aufbau des gesamten Vernichtungssystems beauftragt wurde. Er sollte die sogenannte Endlösung der Judenfrage umsetzen. Allein seine Einsatzgruppen haben fast 2 Millionen Menschen getötet. Doch in diesem Video geht es nicht um die Gräueltaten von Himmler, sondern um seine Freunde. Der Freundeskreis der Wirtschaft war eine Gruppe deutscher Industrieller, die als Vermittler zwischen der NSDAP und der Industrie fungierte. Die Gruppe koordinierte rund 1 Million deutsche Mark, die Himmler außerhalb des Budgets für sogenannte arische Rassenforschung verwendete. Einer der besonders leidenschaftlichen Nazis in dieser Gruppe war der Geschäftsführer eines Unternehmens, das die meisten nur allzu gut kennen. Richard Kasselowski. He was a Nazi ideologue. He had a portrait of Hitler in his office. Er verteilte signierte Exemplare von Mein Kampf an neue Mitarbeiter. Als Mitglied von Himmlers engstem Kreis nahm er an so gut wie jeder Sitzung des Arrow Clubs in Berlin teil. Kasselowski finanzierte Himmlers Lebensborn. Das war der Plan, die sogenannte Arisierung zu unterstützen, indem man Eltern ihre Kinder wegnahm, sie kategorisierte und sie anderen Eltern zuordnete. Die unerwünschten Kinder wurden oft in Konzentrationslagern ermordet. Kasselowski war außerdem der Stiefvater von Rudolf August Oetker. Ist das eine Pizza? Ein Bissen vielleicht? Für alle, die mit Muffins Freude schenken, die verführerische Pizza Restaurante von Dr. Oetker. Man findet die Produkte in jedem Supermarkt, entweder in der Tiefkühlabteilung oder bei den Backwaren. Dr. Oetker ist eines der größten familiengeführten Unternehmen der Welt mit einem Jahresumsatz in Milliardenhöhe. 1921 wird Richard Kasselowski Vorstandsvorsitzender von Dr. Oetker. Für Rudolf August ist sein Stiefvater Richard ein großes Vorbild. I couldn't imagine a better father than Richard Kasselowski, Rudolf August said in an interview with a German newspaper more than a half a century later. Nor a better teacher for me. Rudolf August war wie sein Stiefvater auch ein echter Nazi. Er wurde nicht eingezogen, sondern hat sich freiwillig zur Waffen-SS gemeldet. It was only for the most fervently ideological Nazis who would join the Waffen-SS. It was a very stringent training and a very stringent selection process. So it was abnormal in that sense. Rudolf August behauptet später, dass er über das Ausmaß der Konzentrationslager nicht Bescheid wusste. Dabei wurde er selbst teilweise in einem ausgebildet. So part of Rudolf August Oetker's training took place at Dachau concentration camp, and he would later claim that the barracks were separate from the concentration camp, but in fact it was part of the same complex, and concentration camp prisoners would clean the barracks of the, you know, aspiring SS officers that were trained there. Rudolf Augusts Nazi-Vergangenheit spielte nach Kriegsende nie wirklich eine Rolle. Seine Familie hatte zwar durch Enteignungen und den Einsatz von Zwangsarbeitern profitiert, trotzdem musste er sich nur für seine Rolle in der Waffen-SS verantworten. Wegen seiner Nazi-Vergangenheit stand er nie vor einem Gericht. Stattdessen wurde er von einem Ausschuss entlastet, der ausschließlich aus Angestellten seines Unternehmens bestand. Er bestritt, dass er sich freiwillig zur Waffen-SS gemeldet hätte. Einige Monate später bestätigten britische Beamte seine Entlastung. Und Rudolf August wurde zum CEO von Oetker. In den nächsten Jahrzehnten machte er aus Dr. Oetker ein Milliardenimperium. Als er 2007 starb, wurde das Unternehmen unter seinen 8 Kindern aufgeteilt. Jedes von ihnen wurde zum Milliardär. And they each inherited a similar stake in the Dr. Oetker conglomerate, which at this point was, you know, one of the largest privately owned companies in Germany.
Rudolf August konnte seine Vergangenheit gut verbergen. In einer Presseerklärung an uns stellt die Oetker-Gruppe klar, dass Rudolf August die Untersuchung der NS-Geschichte des Unternehmens mit einem Veto untersagt hat. Und das bis zu seinem Tod. Erst 2008, ein Jahr nach seinem Tod, beauftragten Rudolfs Kinder Historiker, um die Geschichte ihres Unternehmens wirklich aufzuarbeiten. Im Jahr 2013 gab August Oetker, der älteste Sohn, zu, dass sein Vater ein Nazi war. Doch sein Eingeständnis bedeutete nicht, dass die gesamte Familie es genauso sah. Rudolf August heiratete mehrere Male. Während die 5 älteren Oetker-Kinder bereit waren, eine Untersuchung in Auftrag zu geben, waren die 3 jüngeren Kinder weniger aufgeschlossen. Die Mutter der 3 Jüngsten, Maja, wies eine wesentliche Behauptung der Untersuchung zurück. Ihr verstorbener Mann sei kein überzeugter Nazi gewesen. Rudolf August hat gehofft, dass sein ältester Sohn August den jüngsten Sohn Alfred ausbilden würde, um die Position des Geschäftsführers zu übernehmen. Eine Machtteilung zwischen dem Ältesten und dem Jüngsten, um die Harmonie und Einheit innerhalb der Familie zu wahren. Doch als August die Unternehmensleitung aufgab, beförderte er stattdessen seinen jüngeren Bruder Richard. Dr. Oetker spaltete sich in 2 Teile. Bis heute sind sie ideologisch gespalten. There were 2 foundations under Dr. Oetker. Die ältesten Geschwister beschlossen, den Namen der nach ihren Nazi-Großeltern benannten Rudolf-August-Stiftung zu ändern. Die jüngsten Geschwister wollten die Stiftung belassen, wie sie ist. Without any kind of cognizance of his history as a Waffen-SS-Officer. In einer Stellungnahme an uns argumentiert das PR-Team der jüngeren Geschwister, dass der Name ihrer Stiftung beibehalten wird, weil die Familie bereits transparent mit ihrer eigenen Vergangenheit umgegangen sei. Es gab die von ihr beauftragte Untersuchung der NS-Geschichte. Außerdem wurde die Herkunft der Familienkunstsammlung erforscht. Dr. Oetker erzielt den Großteil ihres Umsatzes außerhalb Deutschlands. Auf der englischen Website steht nicht eindeutig, wer Rudolf August Oetker oder sein Stiefvater wirklich waren. Man kann zwar auf den Link zur Untersuchung der Familiengeschichte klicken, aber das entsprechende Buch kann man nur auf Deutsch kaufen. Dafür erfährt man auf der englischen Website, dass Rudolf August Dr. Oetker wieder aufgebaut und neue Märkte und Geschäftsbereiche erschlossen hat. Man findet keinen Hinweis dazu, dass er sich freiwillig zur Waffen-SS gemeldet hat. Heute gehören Rudolf Augusts Kinder zu den reichsten Menschen der Welt. Einige von ihnen wollen offenbar von der Nazi-Vergangenheit ihrer Familie ablenken. Andere Dynastien geben sich bei der Verschleierung ihrer Geschichte weniger Mühe. Im Mai 2017 treffen sich 3 Personen in einem Restaurant außerhalb von München. Ein Verleger, ein Journalist einer bayerischen Landesrundfunkanstalt und ein Mann namens Ernst Knut Stahl. Laut dem Verleger habe Stahl während des Treffens Folgendes gesagt: Es droht Gefahr. Es gibt eine Straße in New York mit vielen Investmentbankern, Anwälten und so weiter. Zufälligerweise sind das alles Juden, aber das ist hier nicht relevant. Sie wollen Deutschland in den Ruin treiben. Sie kontrollieren alles. Stahl habe außerdem gesagt, dass es eine Zeitung geben müsse, die wirklich die Wahrheit schreibt. Peter Bartels, ein ehemaliger Chefredakteur der Bild, würde ihm dabei helfen. Ein paar Monate später erscheint tatsächlich eine neue Zeitung, an der Bartels mitgearbeitet hat, der Deutschlandkurier. Die Zeitung unterstützt offen die AfD und Ernst Knut Stahl hat der Zeitung vermutlich einen ihrer größten Geldgeber beschert. Stahl war nämlich Vermögensverwalter von einem der reichsten deutschen Milliardäre, August von Finck Junior. August war einer der Erben des von Finck-Imperiums. Ende November 2021 verstarb er und hinterließ ein Immobilienimperium. More than half of Munich City Center and much of the land surrounding Munich, which is some of the priciest land in the world. August von Finck lebte nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz. Aus steuerlichen Gründen. Sein Vater wusste scheinbar ebenfalls, wie man Geld spart. 1931. Hitler trifft sich mit den reichsten Deutschen im Berliner Hotel Kaiserhof. Er sucht nach Geldern für Waffen für die Sturmabteilung. Das war die paramilitärische Kampforganisation der NSDAP. Der erste Mann, mit dem Hitler spricht, ist August von Finck Senior, der Vater von August von Finck Junior. Von Finck Senior kontrollierte die Privatbank Merck Finck.
Außerdem hielt er bedeutende Anteile an den Versicherungsunternehmen Allianz und der Münchener Rück, die sein Vater mitgegründet hatte. Two of the world's largest insurers and reinsurers today. Von Fink gilt damals als der geizigste Mann Bayerns. Er hat keine Probleme damit, Geld für die Nazis zu sammeln. Er schafft es, über die Allianz 5 Millionen Reichsmark für die Bewaffnung der SA zu bekommen. Im Gegenzug wird von Fink mit politischem Einfluss belohnt. Er kann nun seine jüdischen Feinde ins Visier nehmen. Once the persecution against Jews really ramped up in 1937-38, he wrote a letter saying that one of his main competitors, Martin Aufhäuser, should be expropriated, basically on the basis of the bank being in Jewish ownership. Fink schreibt in einem Brief an die Handelskammer München, dass das deutsche Privatbankgewerbe noch weitgehend aus nicht-arischen Firmen besteht. Die allmähliche Säuberung dieses durch das jüdische Element so stark beeinflussten Gewerbes darf nicht durch die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen aufgehalten werden, sondern muss mit allen Mitteln gefördert werden. Aufhäusers Bank wird während der Novemberpogrome beschlagnahmt und von Fink hat Blut geleckt. Dreyfus ist damals eine der größten deutsch-jüdischen Privatbanken. Und Fink setzte den jüdischen Eigentümer Willy Dreyfus under so much pressure that he ended up selling the bank far under the market value, what the bank was worth. Das gleiche machte Fink mit den Rothschilds. Arvis von Fink Sr. ended up buying the Rothschild Bank for tens of millions under its market value, while its owner, its main owner, the Rothschild heir, was held captive by the SS in a hotel in central Vienna. Von Fink war nicht nur ein finanzieller Opportunist. Er war auch ein echter Nazi. Arvis von Fink Sr. was very much a committed Nazi, even though he tried to hide it as best he could after the end of the Second World War. Hans Schmidt-Polex war ein leitender Angestellter der Allianz und Freund von Fink. Er sagte nach dem Krieg, dass von Fink geglaubt hätte, dass Hitler von Gott gesandt sei, um das deutsche Volk zu retten. Laut Polex war Fink ein überzeugter Nazi, der für seine Überzeugungen notfalls auch gestorben wäre. In der Realität hatten seine Überzeugungen aber so gut wie gar keine Konsequenzen. So in August for Fink, the Nazification trial, strange things started to happen. Evidence started to disappear from the case file. Witnesses who had incriminating evidence against von Fink suddenly didn't turn up. But most importantly, Julius Herf watered down the indictment against von Fink. Long after the trial ended, there was reporting that Herf had been blackmailed by von Fink's accomplices. Herf was homosexual. There were rumors of letters that he had sent to younger men that were used against him as part of the blackmail. So entkam von Fink der Justiz. Er musste zwar rund 2000 Mark an einen allgemeinen Entschädigungsfonds zahlen, doch er legte Berufung ein. Er sei nicht schuldfähig, weil er noch unter einer Knieverletzung aus dem Ersten Weltkrieg litt. Der Berufung wurde stattgegeben. He never had any kind of criminal penalty against him. He was went off scot-free. 1970 ist August von Fink Senior der zweitreichste Mann Deutschlands. Nach seinem Tod 1980 erbt sein ältester Sohn August Junior sein Vermögen. Dieser verkauft die Allianz und Merck Fink Aktien an die Barclays Bank. Als August Junior im Jahr 2021 stirbt, erben seine Frau und ihre Kinder ein Vermögen von schätzungsweise 8 Milliarden Euro. Eine Aufarbeitung ihrer Nazi-Vergangenheit und des wahren Ursprungs ihres Reichtums sucht man vergeblich. There is no evidence that Arvis von Fink Jr. or his children or his wife have any indication that they want to come clean with regards to the Nazi past of the von Fink dynasty. Wir haben die von Finks um Stellungnahme gebeten, aber leider keine Antwort erhalten. Im September 2015 spricht die reichste Frau Deutschlands auf einer Pressekonferenz. Deutschland ist ein Gründerland. Was zur Gründerzeit Männer wie Karl von Linde oder Robert Bosch waren. Susanne Klatten ist die Erbin eines der erfolgreichsten Unternehmen Deutschlands, BMW. Doch als sie in der Pressekonferenz auf die großen deutschen Gründer verweist, erwähnt Klatten weder ihren Vater noch ihren Großvater. Dafür gibt es auch einen Grund. An einem Februarabend des Jahres 1933 treffen sich einige Milliardäre in der offiziellen Residenz des Reichstagspräsidenten Hermann Göring.
Anwesend sind Baron August von Fink, Kurt Schmidt, einige Manager von Chemieunternehmen Gustav Krupp, Friedrich Flick und Günther Quandt, der Gründer von BMW. Nur wenige Wochen zuvor hat Adolf Hitler die Macht übernommen und wurde zum Reichskanzler ernannt. Er trifft die Unternehmer an jenem Februarabend persönlich, um mit ihnen über die Zukunft der Nation zu sprechen. Am 5. März 1933 würde die letzte Wahl des deutschen Volkes stattfinden. Hitler verspricht ihnen ein stabiles Geschäftsklima, sollte er gewählt werden. Quandt und die anderen Industriellen stellen der NSDAP einen Scheck über Tausende von Reichsmark aus. Damit unterstützen sie einen Mann, dessen Ziel das Ende der deutschen Demokratie ist. Günther Quandt war einer der größten Nutznießer von Zwangsarbeit in Nazi-Deutschland. Im Gegensatz zu anderen großen Rüstungsunternehmen wie Krupp und Flick wurde Günther Quandt nie für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen. Quandt wurde zum Marktführer der Rüstungsindustrie. Er versorgte das Dritte Reich mit Munition und Batterien. Günther Quandt was a brazen opportunist who tried to expand his business empire in all ways possible, profiteering from the Third Reich through mass weapons production, through the expropriation of Jewish-owned companies, expropriation of companies in German-occupied territories, as well as the mass exploitation of forced and slave laborers. 1943 machten Zwangsarbeiter in seiner Akkufabrik in Hannover etwa die Hälfte der Belegschaft aus. AFA, and is today known as FARTA, which produces the batteries in your AirPods, had a massive new factory in Hannover, in the center of Germany. Zusammen mit der SS errichtete Quandt ein KZ-Außenlager auf dem Fabrikgelände. In dem Konzentrationslager gab es einen Galgen und einen Hinrichtungsplatz. Häftlinge hatten teilweise Unfälle mit kochend heißem Metall oder Hände und Arme blieben in Maschinen stecken. Doch das war längst nicht alles. Random beatings, executions, no medical care. Das Unternehmen ging monatlich von 80 Toten aus. Die Inhaftierten blieben im Schnitt 6 Monate lang. Günther Quandt ended up using about 60,000 forced and slave laborers across his battery and weapons companies. But the topic of forced and slave labor did not come up at all during his denazification trial. Neither did the many Aryanizations that he had done all across Europe and in Nazi Germany. Günther Quandt wurde später, wie von Fink, als einfacher Mitläufer betrachtet. Er musste nur eine Geldstrafe zahlen. Er kam ungeschoren davon und wurde nicht strafrechtlich verurteilt. Dabei hatte Günther Quandt eine extrem enge Verbindung zu Nazi-Deutschland, die weit über die tausenden Zwangsarbeiter in seinen Fabriken hinausreichte. Seine zweite Frau ließ sich von ihm scheiden und heiratete stattdessen einen der Hauptarchitekten des Nazi-Regimes. Josef Goebbels war Propagandaminister und Stiefvater von Günther und Magdas Sohn Harald Quandt. Harald Quandt wuchs in einer der radikalsten Familien des Dritten Reiches auf. And he ended up being the only one of Magda Goebbels' children who survived the Second World War, because Magda Goebbels ended up murdering her 6 children and then committing murder-suicide with her husband. Nach dem Krieg wurde Harald Quandt zu einem der reichsten Männer Westdeutschlands. Er starb im Alter von 45 Jahren bei einem Flugzeugunglück und hinterließ seinen Nachkommen hunderte Millionen. Seine Töchter und Goebbels Stiefenkelinnen lassen ihr Vermögen heute durch das Harald Quandt Family Office verwalten. Nach eigenen Angaben halten sie 3 allein und 1 Mehrheitsbeteiligung an mehreren Finanzdienstleistungsunternehmen. Insgesamt handelt es sich um ein Vermögen von rund 17 Milliarden Dollar. Aus den Millionenerbinnen sind still und leise Multimilliardäre geworden. Doch im Familienimperium der Quandts gibt es noch eine weitere nennenswerte Persönlichkeit: Herbert Quandt. Herbert Quandt was the eldest son of Günther Quandt, and he later became known as the savior of BMW, because he saved BMW from bankruptcy in the 1960s. Bis heute gibt es eine BMW-Stiftung in seinem Namen. Sie ist in den Gebieten Kunst, Kultur, Wissenschaft und bürgerschaftliches Engagement tätig. He was a Nazi criminal who built a concentration camp in German-occupied Poland, who exploited thousands of forced and slave laborers, including female concentration captives,
at battery factories. Herbert Quandt entkam, wie sein Vater, der Justiz. In den Nürnberger Prozessen wurden einige Hauptkriegsverbrecher des Zweiten Weltkriegs zur Rechenschaft gezogen. Einer der Ankläger war damals der US-amerikanische Jurist Benjamin Ferenc. Er glaubt, wenn die heute bekannten Beweise zu Herbert Quandt damals dem Gericht vorgelegen hätten, wäre er strafrechtlich verfolgt worden. Aber das wurde er nicht. Stattdessen blieb Herbert Quandt einer der reichsten Deutschen. Er hinterließ seinen Kindern ein Vermögen, das sie heute noch zu den reichsten Menschen der Welt macht. Susanne Klatten und ihr Bruder Stefan Quandt halten gemeinsam fast die Hälfte der Anteile an BMW. Beide sitzen im Aufsichtsrat. Sie leiten auch die Stiftung im Namen ihres Vaters, der nachweislich Nationalsozialist war. Sie scheinen bis heute, wo es nur möglich ist, Transparenz zu vermeiden. So, in the summer of 2021, I had sent my questions to the spokesman of Stefan Quandt. And some of the questions were never answered, including, do you think that the biography of Herbert Quandt on the Herbert Quandt Media website is transparent and accurate? And then a few months after I sent that question, overnight, they changed the biography to give a little bit more a semblance of transparency. So it's a very subtle, insidious way of whitewashing. Das Presseteam des Familienbüros Quandt hat uns geschildert, wie die Familie die Nazi-Vergangenheit ihrer Vorfahren aufarbeitet und damit umgeht. Erstens, Stefan und Gabriele Quandt haben in einem Interview 2011 ausführlich darüber mit der Zeit gesprochen. Zweitens, seit 2011 unterstützt die Familie das Dokumentationszentrum für NS-Zwangsarbeit in Berlin. Drittens, Stefan Quandt und andere Familienmitglieder haben einige ehemalige Zwangsarbeiter und ihre Angehörigen persönlich getroffen. Und viertens, Susanne Klatten unterstützt verschiedene jüdische Organisationen und hat für ihr Engagement einen Preis erhalten. Wir haben auch gefragt, warum die Quandts die Erforschung ihrer Nazi-Vergangenheit erst begonnen haben, nachdem 2007 ein deutscher Dokumentarfilm über diese Vergangenheit herauskam. Die Dokumentation setzte die Familie massiv unter Druck. In der Antwort wird suggeriert, dass die Familie von der Berichterstattung erschüttert war und ihnen einige der Fakten nicht bewusst waren. Die Dokumentation zeigte aber auch, dass die Familie teilweise nicht dazu bereit war, ihre Vergangenheit gemeinsam mit den Journalisten aufzuarbeiten. Seit Beginn unserer Recherchen im Jahre 2002 werden alle Interviewanfragen abgelehnt. Schriftlich heißt es unter anderem, man wolle nur ungern in eine Situation gebracht werden, sich dafür verteidigen oder gar entschuldigen zu müssen, dieser Familie anzugehören. Die Familie hat auch einige unserer Fragen nicht beantwortet. Zum Beispiel die Frage, warum sie weiterhin den viel kritisierten Herbert Quandt Medienpreis für Journalisten vergibt. Ob sie planen, den Namen der Herbert Quandt Stiftung zu ändern, blieb ebenfalls unbeantwortet. Sie verweisen in ihrer Antwort an uns auch auf zwei Webseiten. Auf der einen findet man die Biografie von Herbert Quandt. In dem Text erwähnen sie zwar einige seiner Verbrechen, loben ihn aber trotzdem als eine der prägenden und visionären Persönlichkeiten der bundesdeutschen Unternehmens- und Wirtschaftsgeschichte. Er bewies Wagemut und Weitblick. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich große Teile der deutschen Bevölkerung zunächst gesträubt, die schrecklichen Verbrechen aufzuarbeiten und über ihre Mitschuld zu sprechen. Das änderte sich im Laufe der Jahre. Es gab Proteste, einen kulturellen Umbruch und schließlich ein Erwachen. In Deutschland entstand eine Erinnerungskultur und der nationale Auftrag, die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs unvergessen zu machen. Es ist unsere Verantwortung, die Gräueltaten des Nazi-Regimes zu akzeptieren, uns daran zu erinnern und daraus zu lernen. Doch bis heute gibt es Menschen, die unbequeme Wahrheiten lieber verschweigen. Je mehr wir darüber nachdenken und daran erinnert werden alle, genauso wird man im Ausland daran erinnert. Und wir müssten endlich mal versuchen, das zu vergessen. Solche Aussagen sind inakzeptabel und dürfen nicht geduldet werden. Gerade in Zeiten, in denen Neonazis und rechtsextreme Politiker Geheimpläne schmieden, um Millionen von Menschen aus Deutschland zu vertreiben. Es ist wichtiger denn je, zu erinnern und friedlichen Widerstand gegen menschenverachtendes und demokratiefeindliches Gedankengut zu leisten. Hunderttausende Menschen haben am Samstag in mehreren deutschen Städten gegen die AfD und rechtsextreme Bewegungen demonstriert.
Nie wieder Nationalismus, nie wieder Rassismus, nie wieder Hass, nie wieder Unterdrückung, nie wieder! Cheers!